Kika Kickel, Kickel Kickel Kack. Kika Kickel, Kickel hat's verkackt. Es ist ja noch gar nicht so lang her, dass ich dieses Protestlied verfassen musste. Hoch erfolgreich, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Denn wer ist nicht mehr österreichischer Innenminister? Aber nicht nur das, mit einem Wisch, zack, 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 war die ganze Regierung weg. Manchen FPÖ-Gegner zweifelte ja schon fast an der Verlässlichkeit rechter Parteien, sich regelmäßig selbst in die Luft zu sprengen. Und dann war da das Ibiza-Video. Nun, der Rest ist Geschichte, die uns offensichtlich noch lange mit lustigen Details in den Nachrichten jeden Tag unterhält. Was mich aber am meisten interessiert, ist dieses grandiose Königsdrama dahinter. Da hat dieser HC vor vielen Jahren eine tief gespaltene, marode Partei übernommen, Energie, Zeit und Geld hineingesteckt und offenbar auch wieder rausgeholt und schaffte es sogar bis zur Vizekanzlerschaft in ungeahnte Höhen und konnte als offizieller Vertreter Österreichs bei Sportevents in die Kamera grinsen. Und dann, boom, in den Abgrund mit Karacho und all die Parteifunktionäre und Freunde, die er aufgebaut und groß gemacht hat über die Jahre, treten beim Versuch, nicht mit in die Tiefe gerissen zu werden, auch noch kräftig hinterher. Was für eine Geschichte. Verständlich, dass Böhmermann und Schalke schon am Drehbuch schreiben sind. Und was wir in den Nachrichten erleben, ist ja auch eine Live-Daily-Soap rund um die Selbstdemontage einer populistischen Partei und ihres geächteten, inzwischen tragischen Langzeitobmanns. Und wer, frage ich euch, ist eigentlich der Held dieser Geschichte? Ich sag's euch, es ist Philippa Strache. Was für ein Glück für den HC, dass sie ihm geblieben ist. Sie geht nun arbeiten, sie sitzt im Parlament, sie hält all die Anfeindungen aus, sie setzt vorerst sein politisches Wirken fort. Aber was nur denkt sie sich so einsam und allein, ausgeschlossen auch von ihrer Heimatpartei? Sitze ich ganz allein im Parlament, ganz hinten, niemand neben mir. Ein einsamer Bereich und ich bin jetzt Parlamentarier. Der Gegenwind ist stark und kalt, doch noch kälter ist es in mir. Gudi schließt mich aus, doch ich bleibe hier. Was habt ihr mir nur angetan, nicht nur mir, vor allem meinem Mann? Das war nicht nett, war voll gemein, so gemein. Was ist nur mit euch los, mit euch bloß? Grad war doch noch alles so fein. Was ist nur los, ist bloß los? Jetzt muss ich mit euch böse sein. Hier bin ich in dem hohen Haus und geh hier nicht mehr raus, denn ich bin nun ein Teil von euch. Es ist schon eigenartig, wie schnell das alles ging. Gerade war ich noch Chefin und mein HC war euer King. Ist, was ich jetzt machen kann, nehm euch den Sitz weg und halt ihn warm. Keine Ahnung, was ich hier eigentlich tu, doch das Gehalt ist okay. Was ist nur mit euch los, mit euch los? In meiner Blase ist noch immer alles famos. Was ist nur los, ist bloß los? Ach, ich will doch eh nicht in euren blöden Club rein. Hier bin ich in dem hohen Haus, gehe nicht mehr raus. Jetzt reicht es mir, mir wird das alles hier zu blöd. Ich scheiß auf euch alle und am meisten auf die FPÖ. Die undankbaren, dummen Speicherlecker. Ich halte zu HC, keiner bestellt so gut 3 Bier. Ich bin frei, parteifrei und fühle ich mich auch verloren. Ich bin frei, parteifrei, das war blau-weiß ist jetzt einerlei. Hier sitz ich, versteh euch zwar nicht, doch das nehm ich in Kauf. Wo ist denn jetzt das Spesenformular für Parlamentarier? Hm?
Vielen Dank fürs Zuhören auf YouTube, Facebook, IGTV auf Instagram und drüben auf Spotify.